Jeden Tag lesen wir irgendeine Meldung über irgendeinen Prominenten. Oft werden sie Zielscheibe unseres Spotts. Aber welche Geschichte verbirgt sich hinter solchen Meldungen? Mein Name ist Silvia Margit Steinitz. Ich schreibe für den Stern und ich bin neugierig auf gerade solche Geschichten. Etwa die von Anushka Renzi. Viele kennen die Schauspielerin nur aus den Klatschspalten, wo man sich vor allem über ihre lang zurückliegenden Schönheits-OPs lustig macht. Dabei steckt gerade hinter ihrem Gesicht eine Geschichte, die berührt. Und die Anushka Renzi nun von Anfang an erzählen will. Ich habe das niemandem erzählt. Anstatt es von vornherein zu sagen, habe ich ganz viele Sachen für mich behalten, die mich verletzen. Ja. Anushka Renzi erzählt mir von ihrer Schauspielkarriere und von ihrer Kindheit. Ihre Eltern waren Eva Renzi und Paul Hubschmid, eine Art Brangelina im Deutschland der 60er Jahre. Natürlich waren meine Eltern auch spannende Persönlichkeiten. Und Idylle war es natürlich auch manchmal. Es war ja schließlich meine Mutter und sie hat mich geliebt. Aber diese Harmonie und Zärtlichkeit und das war eigentlich schon auch extrem da, wenn Fotografen da waren. Aber es ist, wie es ist. Man kann es nicht mehr ändern. Hatten Sie manchmal das Gefühl, Sie sind ein gutes Accessoire für die Inszenierung Ihrer Mutter? Sagen wir mal so, ich glaube, dass meine Eltern, das hat mich im Nachhinein sehr geschockt. Meine Mutter hatte ja eine angehende Hollywood-Karriere. Und als meine Eltern geheiratet haben in Las Vegas, durfte ich nicht dabei sein. Und es durften keine Fotos gemacht werden, weil das für das Image nicht gut sein sollte. Eva Renzi gab den Traum von Hollywood bald auf und rückte ihre Tochter ab da umso mehr ins Blitzlicht der Paparazzi. Wie erlebt man sowas als Kind? Ich kannte das nicht anders. Ich kannte ja in dem Sinne, ich bin ja auch immer alleine gewesen. Und ich war auch auf keinem normalen Kindergarten. Nur einmal kurz in Hollywood und einmal im Dorf in Saint-Tropez. Aber ansonsten war ich immer mit Erwachsenen. Wie viele Schulen haben Sie besucht? 11. Und wie viele Kindermädchen hatten Sie? Also mit denen, die immer nur ganz kurz blieben, glaube ich, waren es so um die 20. Der Beruf der Eltern fasziniert auch Anushka Renzi. Mit 17 besucht sie eine Schauspielschule in New York. Bereits mit 18 wird sie ans Theater engagiert. Eigentlich wollten sie nicht, dass ich vorspreche, weil ich erstens nicht abgeschlossen und zweitens keinen einzigen Monolog auf Deutsch hatte. Ich habe auf Englisch vorgesprochen. Aber es hat trotzdem geklappt. Hat Ihnen Ihr Name genützt oder geschadet? Was die Presse betrifft, hat es genützt. Aber mit den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, wie Peter Zadek und Savary und Nölte und so, die hatten eher Vorurteile. Vorurteile gegen die Tochter der Mainstream-Stars Eva Renzi und Paul Hubschmid. Doch Anushka bewährt sich am Schauspielhaus Zürich, Hamburg, an der Comédie Française in Paris. Aber sie verschließt sich auch nicht dem Kommerz. Macht Aufnahmen für den Playboy, spielt in Fernsehserien mit, um im nächsten Moment unter Peter Zadek im Berliner Ensemble zu spielen. Dass sie eine gute Schauspielerin ist, bleibt lange unbestritten. Doch dann, eines Tages, wird eine uralte Geschichte ausgegraben. Eine Nasen-OP, die Jahre zurückliegt. Plötzlich ist die ein Problem. Andere Schönheitseingriffe werden thematisiert, die Schauspielerin erlebt Spott und Hohn. Plötzlich findet sie sich nur noch auf den Klatschseiten wieder. Doch hinter diesen Eingriffen steht ein Geheimnis, über das sie noch nie gesprochen hat. Ein Unfall, den sie mit 21 Jahren im Theater hatte, als ein Teil der Kulissen auf sie stürzte. Und das war nicht richtig befestigt und es war auch noch nicht zu Beginn der Vorstellung, sondern vorher. Ich gehe immer 2 Stunden vor Aufführung rum und gucke mir alles an, habe die Tür aufgemacht. Da war das unten noch nicht gefestigt und dann sind mir die Kulissen ins Gesicht gefallen. Und dann hatte ich halt hier und hier und hier Narben, relativ große und ja. Die Nase gefiel mir eh schon nicht und dann war sie noch verbogen und dann musste die 3-mal operiert werden. Einmal haben sie das nur irgendwie gerichtet, das 2. Mal war dann das so verbogen, dass ich auf der einen Seite keine Luft bekam und dann war die Nasenspitze schief, also 3-mal, ich bin bedient. Und ich habe es eben nie erzählt, ich habe es noch nicht mal meinen damaligen Männern erzählt. Ich habe das niemandem erzählt. Anstatt es von vornherein zu sagen, habe ich ganz viele Sachen für mich behalten, die mich verletzen. Ja. Die mediale Abwärtsspirale beginnt vor fast 10 Jahren, als die Kabarettistin Desiree Nick sich in ihrem Programm über Anushka Renzis Schönheitseingriffe lustig macht. Die Eingriffe sind 14 Jahre her und die Öffentlichkeit darüber ist 7 Jahre her. Aber das Problem ist, dass ich es nicht gemacht habe, um jünger auszusehen,
sondern weil ich mich so, wie ich aussah, nicht mochte. Der Bühnenunfall war der Auslöser. Aber dahinter steht noch ein weiterer Grund, warum Anushka Renzi ihr Äußeres verändern wollte. Dieser Grund liegt in ihrer Kindheit verborgen und in ihrer Beziehung zu ihrer Mutter. Ich habe meine ganze Kindheit über und auch in der Pubertät immer nur mitbekommen, dass meine Mutter die ganze Aufmerksamkeit hatte und ich nicht. Und ich sah halt natürlich früher mit meiner Höckernase und meiner schmalen Lippe, sah ich halt, es hieß immer, die ist so apart. Ich sah halt so apart aus. Und man will niedlich, gängig, hübsch sein. Ne? Und so. Je häufiger sie in den Klatschspalten auftaucht, desto weniger interessieren sich Theater- und Filmemacher für ihre Schauspielqualitäten. Das ist völlig in Vergessenheit geraten, weil es nur noch darum ging, Oberlippe, Nase, Dramatik, Scheidung, nur noch private Scheiße. Eigentlich war ich so weit, dass ich dachte, ich will weg aus Deutschland. Dass sie einst unter Zadig, Savary und Nölte Theater spielte, dass sie im Tatort zu sehen war, daran denkt heute keiner mehr. Ich erlebe eine Anushka Renzi, die das traurig stimmt. Aber ich erlebe auch eine Frau, die nicht aufgegeben hat, die nur eines will, spielen. Und das gut. Es sind nicht mehr die großen Bühnen, nicht mehr die großen Serien, aber Anushka Renzi ist das egal. Hauptsache Theater. Jetzt hat sie ein neues Projekt am Start. Ich mache zum ersten Mal Musical. Das ist das Musical Hairspray und da gibt es diese Rolle von der Thelma von Tussle. Das hat die Michelle Pfeiffer im Film gespielt und sehr lustig. Also ich muss auch nur zwei Lieder singen, ansonsten spiele ich, was glaube ich besser für alle ist. Es verwundert mich etwas, dass diese alten Geschichten über ihr Gesicht immer wieder ausgegraben werden. Warum lässt man sie nicht einfach in Ruhe? Ich glaube, das hat einerseits mit dieser öffentlichen Meinung zu tun und andererseits einfach mit meiner Art, mit meinem Aussehen. Ich bin nicht beliebig.